Katrin, ja, es sind viele Seiten, es sind viele Zahlen und es ist auch viel Geld, was da zusammenkommt in einem Bundeshaushalt. Das ist ja die politische Absichtserklärung einer Koalition und es ist auch noch mal hier ganz wert, einen ganz besonderen Blick darauf zu richten, denn es ist die letzte Absichtserklärung sozusagen dieser großen Koalition in ihrer dann im letzten Jahr dieser Legislaturperiode. 328,7 Milliarden Euro sind für diese politische Absichtserklärung vorgesehen. Das sind fast 12 Milliarden mehr als im laufenden Haushaltsjahr. Und trotzdem will man versuchen, das Ganze wieder mit einer sogenannten schwarzen Null abzurechnen. Das heißt, keine neuen Schulden aufzunehmen. Und die guten Rahmenbedingungen, die es derzeit gibt, die sollen dabei helfen. Das ist ein guter Haushaltsplan, sagt natürlich die Koalition. Das ist kein so ein richtig guter Haushaltsplan, sagt die Opposition. Wir haben es eben in dem Beitrag schon gehört. Sven-Christian Kindler spricht von einem Haushalt der verpassten Chancen. Wir lassen uns das jetzt mal erklären, warum das eigentlich gut ist oder vielleicht dann doch nicht. Und zwar von den Gästen, die Katrin Augustin eben schon angesprochen hat. Frau Lodge, guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Und Herr Rehberg, auch Ihnen einen guten Morgen. Ich fange ausnahmsweise mal mit Herrn Rehberg an, der mir mal erklären soll, warum das tatsächlich ein guter Bundeshaushalt ist, dieser, der da auf uns zukommt. Das vierte Jahr hintereinander keine neuen Schulden. Das ist für mich Generationengerechtigkeit. Ich halte es für nicht tragbar, dass Politiker heute auf Kosten ihrer Kinder und Enkel Politik machen und Schulden machen. Und in allen Politikbereichen stocken wir massiv auf, Infrastruktur, Bildung, Forschung. Und wir haben die höchsten Sozialausgaben in der deutschen Politikgeschichte. 52% des Bundeshaushaltes geht für Soziales. Und insoweit, glaube ich, ist es kein Haushalt der verpassten Chancen, sondern das ist ein Haushalt, der auf die Zukunft ausgerichtet ist. Das klingt plausibel. Es sind auch Beispiele genannt. Was spricht dagegen, Frau Lötsch? Also ich habe den Haushalt mal drei Tests unterzogen. Zum einen ist es der Gerechtigkeitstest. Da kann ich sagen, dieser Haushalt ist nicht gerecht. Wir gucken uns schon mal die Einnahmeseite an. Über die schwarze Null wird viel geredet. Ich finde, das ist eine richtige Ablenkungsdiskussion. Weil wir reden seit Jahren über die schwarze Null, aber nicht über die Ungerechtigkeit unseres Steuersystems. Und ein Drittel des gesamten Eigentums in unserem Land ist in der Hand von 1% von Menschen. Und die müssen ordentliche Steuern zahlen. Also ich möchte mir nicht Geld bei den Reichen leihen, sondern ich möchte es direkt holen über die Steuern. Zweites Stichwort, Zukunft. Herr Rehberg hat gesagt, wir dürfen der jungen Generation, kommenden Generationen keine Schulden hinterlassen. Das ist ein guter und richtiger Ansatz. Wir dürfen ihnen aber auch keine zerstörte Infrastruktur hinterlassen. Wenn wir sehen, was wir alles tun müssen, Straßen, Brücken ist schon angesprochen worden, Finanzierung von Krankenhäusern, Hochschulen, da haben wir eine Menge zu tun. Und wenn da alles nicht in Ordnung ist, dann sind das auch Schulden anderer Art. Die sind nicht im Haushalt, sondern das sind gesellschaftliche Schulden. Frau Lötsch hat die Einnahmeseite angesprochen. Ich würde da gerne im Moment auch noch mal bleiben. Sie hat dann auch die Steuergerechtigkeit angesprochen. Auf der anderen Seite profitiert diese Bundesregierung seit inzwischen 3-4 Jahren von einer sehr guten Konjunktur, auch von niedrigen Zinslasten. Also das sind dann durchaus Bereiche, die nicht selbst gemacht sind, wo auch die Rahmenbedingungen einfach günstig sind, auch die europäischen. Wie sicher können Sie sein, dass das tatsächlich auch so bleibt? Wir haben noch nicht absehen, oder wir können noch nicht absehen, ob der Brexit möglicherweise wirtschaftliche Folgen hat. Also wie sicher sind Sie, dass das so weiter sprudelt, wie Sie jetzt ausrechnen? Also für gute Steuereinnahmen setzt Politik schon Rahmenbedingungen. Und die guten Steuereinnahmen hat ja nicht nur der Bund. Wir haben 10 Milliarden plus in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr zu erwarten. Und bei Ländern und Gemeinden bleiben mehr als 10 Milliarden. Und was die Steuergerechtigkeit betrifft, will ich nur darauf hinweisen, dass die unteren 30% der Steuerpflichtigen nicht mal 3% des Steueraufkommens tragen, die oberen 10% 2/3. Und dieser Haushalt ist schon auf Zukunft ausgerichtet. Wenn ich nur das Thema Breitbandausbau nehme, das sind die Autobahnen der Zukunft, da geben wir 4 Milliarden als Bund aus. Wir geben 170 Milliarden Euro in den nächsten 6 Jahren an Länder und Kommunen für Kitas, Hochschulen, Schulen, wofür der Bund nicht zuständig ist. Hier kommt es nur darauf an, dass Länder und Kommunen das Geld auch dafür verwenden, wofür es politisch vereinbart worden ist. Muss ich trotzdem noch mal nachfragen, weil Sie meine eigentliche Frage jetzt gerade nicht beantwortet haben. Die war ja, wie sicher können Sie sein, dass das wirklich so weitersprudelt, wie das in den letzten 2 Jahren gewesen ist, weil da doch ein paar Unwägbarkeiten sind, die man nicht vorhersehen kann. Die Zinsen sind niedrig, aber die sind auch deswegen so niedrig, weil wir eine stabile Haushalts- und Finanzpolitik machen. Und bei den Steuernahmen höre ich die Horrorszenarien seit 2010, dass das alles zusammen und wegbricht. Und die Steuern sind in jedem Jahr gewachsen. Deutschland ist der Wachstums- und Stabilitätsanker in Europa.
Jetzt kommen wir noch mal zu der Steuerfrage. Was wollen Sie ändern konkret? Also ganz konkret, die Steuergesetze werden ja auf Bundesebene verhandelt und auch mit dem Bundesrat. In jedem Jahr werden 200 Milliarden Euro vererbt und davon kommt so gut wie nichts in die Steuerkasse. Wir brauchen eine Vermögensteuer. Und ich will auch noch mal aufgreifen, was Kollege Rehback gesagt hat zu dem Thema, dass die unteren Einkommen so wenig Steuern zahlen. Es wird dabei etwas völlig ausgeblendet, nämlich dass der Anteil der Verbrauchssteuern, also Mehrwertsteuer, was jeder bezahlen muss, auch von den unteren Einkommen natürlich bezahlt werden muss. Und das belastet die viel mehr. Wir haben einen hohen Anteil von Menschen in unserem Land, die überhaupt keine Rücklagen, überhaupt keine Ersparnisse haben. Und auf der anderen Seite, ich betone das nochmal, ein Drittel des gesamten Eigentums hat 1% der Bevölkerung. Und mit dieser Schieflage, glaube ich, gehen wir nicht gut in die Zukunft. Da müssen wir dringend etwas ändern. Der Steueraspekt wird oder die Steuerdebatte wird ja möglicherweise noch kommen, weil nicht nur kommen, sondern ist ja auch schon da. Selbst in Ihrer Partei gibt es ja Vorschläge aus der Mittelstands-, aus der Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung, die sagen, wir müssen da dringend was tun. Warum halten Sie das für falsch? Das halte ich nicht für falsch. Wir haben was getan in dieser Legislaturperiode. Eine jährliche Entlastung von 6 Milliarden für Familien mit Kindern, kalte Progression abgebaut. Und wir werden das weitermachen für Familien, für niedrige und mittlere Einkommen. Und ich sehe da durchaus Spielräume. Fraktionschef Kauder hat 15 Milliarden genannt. Hier wird es nur darauf ankommen, ob auch die Länder bereit sind, Familien und mittlere Einkommen zu entlasten. Ganz kurz, die Mittelstandsvereinigung spricht von 30 Milliarden und hat auch ganz konkrete Vorschläge, was den Spitzensteuersatz angeht, auch was den Eingangssteuersatz angeht. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir haben da Spielräume, dann ist aber die Frage, wann wollen Sie die denn nutzen? Also wir nutzen sie, das habe ich schon ausgeführt, und ich sehe Spielräume in der Größenordnung von 15 Milliarden. Die sind machbar, aber 30 Milliarden halte ich für utopisch. Und ich glaube auch, dass wir wirklich gut daran tun, im Bereich der Familie was zu machen und der mittleren, der niedrigen Einkommen. Und alles andere halte ich persönlich für nicht zielführend. Und wann? Ich denke, dass die Union im nächsten Jahr wieder die Regierung führen wird und in der kommenden Legislaturperiode. Also diese Legislaturperiode offenbar nicht mehr mehrheitlich. Ist es vielleicht auch der falsche Weg, über Steuersenkungen oder diesen Aspekt nachzudenken, weil er den Einzelnen ja möglicherweise gar nicht so viel bringt? Wäre es nicht besser, an die Sozialabgaben zu gehen? Also für mich ist die entscheidende Frage, was brauchen Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen und wie können wir die Mittelschicht schützen? Und da ist natürlich die Frage, dass der Höchststeuersatz viel zu früh beginnt. Also wenn ein Facharbeiter einen Höchststeuersatz zahlen soll, dann ist das einfach absurd. Und was Menschen mit geringen und kleinen Einkommen insbesondere brauchen, es eine gute soziale Infrastruktur, sind gute Schulen, gute Kindergärten. Das nützt ihnen viel mehr als ein Hin- und Hergerede um wenige Prozent. Und natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, der Steuerfreibetrag pro Kopf, der muss deutlich erhöht werden. Also das Existenzminimum sozusagen. Wenn man so viele Überschüsse hat, wie im Moment da sind, hat man ja zwei Möglichkeiten. Entweder macht man einen weiteren Schuldenabbau zusätzlich oder man verstärkt die Investitionen. Welchen Schwerpunkt legen Sie in diesem Haushalt bei diesen Aspekten? Wir werden weiter die Investitionen in die Infrastruktur stärken, Breitbandausbau, Bildung und Forschung deutlich erhöhen. Äußere Sicherheit, der Verteidigungsetat muss und wird steigen, und im Bereich der inneren Sicherheit werden wir nochmal im Zuge der Haushaltsberatung eine Stellenaufstockung von 4.500 Stellen für die Bundespolizei vornehmen. Und ich glaube, das sind gute und sinnvolle Maßnahmen in einer guten Mischung. Und dann bleibt für den Schuldenabbau kein Geld mehr. Und ich halte es auch heute für sinnvoll, keine Schulden abzubauen, sondern das Geld bei diesen niedrigen Zinsen in die Zukunft zu investieren. Ich muss natürlich intervenieren, was die Frage mehr Geld für die Bundeswehr betrifft. Die Frage ist doch, verstärkt das unsere Sicherheit oder nicht? Und alle Erfahrung besagt, dass sämtliche Auslandseinsätze der Bundeswehr, die ja viel mehr Geld immer verschlingen, als vorher zugegeben wird, haben unsere Sicherheit eben nicht gestärkt. Die Beteiligung am Krieg in Afghanistan hat unsere Sicherheit und auch die der Afghanen und Afghanen nicht gestärkt. Das ist, finde ich, die Erhöhung des Rüstungsetats der falsche Weg. Und wenn der Rüstungsetat mehr als 10% des gesamten Etats ausmacht, dann ist das für mich absolut ein falscher Schwerpunkt. Da brauche ich mehr Geld für Wissenschaft, für Gesundheit, und das müssen wir dringend umlenken. Das kann so nicht bleiben. Gegenrede. Der Verteidigungsetat wird und muss steigen. Wir haben Herausforderungen, Thema Islamischer Staat. Hier ist Deutschland gefordert bei der Terrorismusbekämpfung.
Wir werden weiter Fluchtursachenbekämpfung deutlich verstärken. Und es gibt in den Bereichen Bildung, Forschung, Infrastruktur so immense Aufwüchse, dass wir eher gerade im Bereich Infrastruktur wegen fehlender Planung, gerade bei den Ländern im Straßenbau, Mühe haben werden, unser Geld loszuwerden. Das heißt, wir werden auch insgesamt eine Debatte führen müssen, wie komme ich schneller zu Baurecht. Das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen mit den Fluchtursachen. Da ist ja in der Regel das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit zumindest nicht unerheblich beteiligt. Da habe ich mal reingeguckt. Da liegt der Etat bei ungefähr 8 Milliarden und der wächst um 580 Millionen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Da habe ich gedacht, wenn doch gerade in diesem Bereich erheblich mehr passieren soll, warum steckt man dann in diesen Etat nicht sehr viel mehr rein? Als, oder warum müsste da nicht... Oder Sie müssen, machen wir der Reihe nach. Ja, ich glaube, wir brauchen wirklich mehr sinnvolle Projekte für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und ich kann noch mal unterstreichen, was alle guten Ansätze bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch wieder unterläuft, ist die Frage der hohen Rüstungsexporte. Das gefährdet unsere Sicherheit und das sollten wir dringend sein lassen. Sie müssen neben dem Einzelplan 23, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, noch die 500 Millionen des Auswärtigen Amtes dazuzählen. Also wir stocken diesen Bereich um gut 1 Milliarde Euro auf. Allein vom Haushalt 16 zu 17 insgesamt in den letzten Jahren sind da 3 Milliarden dazugekommen. Angesichts der Problemlage, die es gibt in der Welt, fand ich das, auch wenn Sie sagen, gut, ist 1 Milliarde, aber wenn man sich dann, wie gesagt, Verteidigungshaushalt anguckt, wo 10 draufkommen, fand ich es dann doch wieder wenig. Vor allem, wenn man die Folgen bedenkt, die da in einzelnen Fällen möglicherweise auf uns zukommen, die ja dann noch teurer sein können. Es ist gelegentlich nicht so einfach, Entwicklungszusammenarbeit zu organisieren. Ich zum Beispiel bin persönlich sehr gegen Budgethilfe für korrupte Systeme in Afrika. Und deswegen müssen wir die Arbeit vor Ort, Projektarbeit verstärken. Aber gucken Sie sich einige Regionen an, Nordnigeria, Eritrea oder auch im Sudan. Da ist das heute fast unmöglich, humanitäre Hilfe zu leisten oder humanitäre Projekte zu initiieren. Ich finde, wir müssen da viel ernsthafter rangehen. Budgethilfe ist ein Thema, was immer sehr kontrovers diskutiert wird, das ist völlig klar. Wir müssen konkrete Projekte haben und da gibt es so viele Anfragen, die wir haben, das können wir gar nicht alles umsetzen mit dem Geld, was in diesem Etat zur Verfügung steht. Aber ich erwarte natürlich auch, dass da ein Minister, der vorne steht, selbstbewusst sagt, hier brauche ich mehr Geld und nicht, wenn es ihm nicht gegeben wird, sagt, naja, es ist eben nicht gelungen. Also ich erwarte auch von den Verantwortlichen, dass sie sagen, wir packen unsere Aufgaben selbstbewusst an. Und ich habe von dem zuständigen Minister lange nichts gehört in der Öffentlichkeit. Aber in dieser Woche werden wir möglicherweise einiges dazu hören, denn wir werden diese Haushaltswoche sehr ausführlich übertragen hier bei Phoenix. Für heute Morgen sage ich Ihnen herzlichen Dank, Frau Lötsch dass Sie und Herr Rehbeck, dass Sie uns schon einen kleinen Einblick gegeben haben in die Diskussionen, die uns da in den kommenden 4 Tagen bevorstehen werden. Ihnen vielen Dank. Sie können schon mal ins Plenum, weil Sie da...